Immer herzlich willkommen heute. Heute haben wir Dienstag, den 7.5. Vom Wetter her, es ist kalt, kann ich euch sagen. Also mit Jacke muss man schon rausgehen. Und da wir ja wieder so ein Wetterschein haben, ein Regen, nicht Regentag, so nieselt so leicht. Okay, Regen ist bei uns hier in Brandenburg wichtig. Denn in der ganzen Zeit hat es nicht viel geregnet, außer ab und zu mal so kleine Gewitterschauer. Das heißt, die Böden sind bei uns sehr trocken wieder. Und deswegen habe ich gesagt, geht mal raus, mal ein bisschen Mini-Teich, euch ein bisschen zu zeigen, wie weit ich damit bin. Der ist natürlich nicht fertig. Dann kann ich euch noch mal ein bisschen so erzählen, ob es da geklappt hat mit den Fischen oder nicht. Aber wir gehen raus. Ja, ich habe das Ganze mal so ein bisschen hinterher vertont jetzt, weil das Video nicht so geplant war. Aber ich wollte euch trotzdem mal zeigen, ich hatte ja bei den Kurzvideos schon mal öfters gepostet. Ich habe mich ja hauptsächlich hier um die Kakteen gewählt, weil es ja nur eine sehr trockene Ecke hier ist in diesem Bereich. Ich staune, dass sich da so eine Tiere oder Kröte angesammelt hat. Ja, und mit die Palette, die hatte ich übrig gehabt und verspricht nicht dafür, die Palette dann auch noch mit Sturulenten zu bepflanzen. Das heißt, sind ja Pflanzen, die auch für eine Dachbegrünung genommen werden und die brauchen wenig Wasser, wenig Erde. In der Natur wachsen die Pflanzen in Feldspalten und ich wollte euch ja so zeigen, im Prinzip, was ich hier jetzt rangebaut habe, kann man in jedem kleinen Balkon also auch nachbauen oder eine kleine Terrasse, wie ihr das habt. Also braucht ihr nicht unbedingt einen Garten dazu. Und da könnte man jetzt theoretisch auch ein bisschen noch Blumentöpfe da rausstellen mit Geranien. Also so eine Palette. Da steht effektiv euch da nicht im Wege, da komplett euch da auszuleben. Also bis jetzt funktioniert es mittlerweile. Ich mache immer noch Moos da ein bisschen zwischen. Den Moos hat der Hintergrund drauf, dass er mir das Wasser so ein bisschen speichert. Denn an die Wand, da kommt nicht so viel Wasser, auch beim Regen nicht. Ja, jetzt schauen wir mal so ein bisschen hier in den ganzen Teich rein. Ich hoffe, da ist nämlich eine Kröte drin. Beim letzten Video, das hatte ich euch ja mal gezeigt, der hatte ich ja die Fische da reingesetzt. Der hat da anderen Schwerträger und dann noch ein paar Enderguppies. Konnte ich leider nicht mehr sehen. Also ist genau das gleiche wieder passiert wie das Jahr davor mit den Garnelen. Ich habe zwar noch nie gehört, dass ein Frosch da Fische frisst, so eine kleine. Aber irgendwo, wenn ich doch in der Richtung, dass dort halt der Frosch dran schuld ist. Ne? Oder die haben Angst und sind nur versteckt, ich weiß es nicht. Aber das kann man halt nicht verhindern, wenn man draußen ist, dass dann halt auch andere Tiere reingehen, wie Mulche, Frösche und so, was bei mir so im Garten alle da so rumkriecht und kreucht bei dem großen Teich, was sich ja mit den Jahren da angesiedelt hat. Hier habe ich jetzt keinen Sprudler reingemacht, also dass ich hier eine Wasserbewegung habe. Bin damit eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen, weil das Becken wird ja dann oft noch mit Osmosewasser geflutet. Sagen wir mal so, das Osmosewasser, was ich als Abfall habe, reinleite. Und hier sehen wir einen Teil von dem Frosch, der da oben rausguckt. Leider konnte ich nur den Bein sonst sehen. Ich wollte den jetzt auch nicht da verstören. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man so eine Amphibienfrösche im Garten hat. Denn wir haben ja schöne Mückenprobleme bei uns, was ja auch jetzt alleine schon durch die Wassertonnen kommt, weil wir ja Wasser sparen müssen und dementsprechend viele Wassertonnen bei uns im Garten vorhanden sind und dann halt natürlich durch den ganzen Teich. Ne? Die ganze Geschichte hier nochmal von unten nach oben mit den Sturulenten, die blühen auch, aber im Augenblick halt nicht. Und jetzt sind wir hier im Gewächshaus, im Mini-Gewächshaus drin, denn da hatte ich ja das 60er Becken reingestellt. Das ist ja wie, wobei das hieß hier die Wasserpflanze, Wasserpest. Also das ist eigentlich, die wächst oben raus, unten raus. Und die habe ich jetzt auch gleich reingesetzt mit dem Topf, also mit dem Lehmtopf, mit Lehm. Und dementsprechend haben wir hier so eine leichte Trübung drin.
die Pflanze beiseite, dann können wir uns mal die Garnelen, hier sind die Yellow Garnelen drin, habe auch schon gesehen, dass welche eiertragend sind. Und hier brauche ich effektiv nicht viel zu füttern. Ne? Und mein Versuch ist ja immer so ein bisschen zu beobachten, wie die sich in der Natur, also jetzt mit dem natürlichen Licht vermehren oder wie die Farbe sich verändert drin. Denn das Becken, so wie es jetzt ist, so ist mein Plan jetzt im Augenblick, kommt dann im Winter in den Keller runter, also lasse ich nur ein bisschen Wasser ab, fülle es wieder voll mit dem gleichen Wasser drin. Und es läuft also komplett jetzt ohne Filter. Ist klar mit der Spiegelung, dann müsste ich es mal abends füllen oder nachts, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, dass ich abends da großartig rausgegangen bin, jetzt zu filmen, euch das mal zu zeigen. Ne? Aber das läuft jetzt, dann kommt gleich nochmal eine Aufnahme, die ich euch mal einblende, wenn der Sprudler läuft drin. Und ich weiß nicht, manchmal ist das ja, kann man ja sagen, dass so Solarsprudler da nicht gerade großartig die Haltbarkeit ist von der Solarzelle um. Hatte ich euch aber schon mal beim anderen Video gezeigt. Ja. Und von der Temperatur im Gewächshaus haut es hier hin, weil nicht die komplette Sonne drauf ist. Hier sehen wir jetzt auch mal eine andere Aufnahme, was ich mal mit dem Handy gemacht hatte. Wenn der Sprudler läuft, wir sehen so schön grünes Wasser. In dem Falle gefällt es mir, weil es ja draußen vom Becken her ist, also halt mal komplett biotopmäßig. Hier sehen wir jetzt auch noch die Stämme, die ich dann noch drin habe, die dann irgendwann dann auch noch bewachsen werden. Aber was ich im Augenblick noch nicht so geplant habe, welche Pflanzen ich da festbinde oder wie ich sie befestige. Hier haben wir nochmal eine genauere Aufnahme. Das ist jetzt der Sprudelstein, wenn wir Schatten haben. Also heute ist zwar bewölkt, aber wenn wir so ein bisschen, nur so ein bisschen so halb Schatten, halb Sonne, dann sprudelt das Ganze. Und wenn halt abends die Sonne weg ist, ist klar, dann sprudelt es nicht. Man könnte vielleicht noch mit der Lipo-Batterie noch verbinden oder schalten, dass wir dann nachts auch noch ein bisschen Strom haben. Aber ich sage, das läuft ganz gut so. Ich bin da ganz zufrieden. Ja gut, ich hätte hier jetzt auch Fische reinsetzen können, die anderen Guppies zum Beispiel. Aber dann werdet ihr wieder schlecht für meine Garnelen oder zumindest die Zwerggarnelen nachzuchten. Also habe ich ja doch dann mich so entschieden weiter. Und ich möchte auch immer, dass ihr auf dem neuesten Stand bei dem Video seid und was ich hier für Pflanzen noch reinsetze. Stopp. Ja. Das war das kleine Videoschen, ein Mini-Teich. Mit der Solarpumpe bin ich zufrieden drinnen vom Gewächshaus. Jetzt natürlich bei dem trüben Wetter passiert da nicht viel in Richtung Strom. Aber dementsprechend haben wir auch dann auch die Temperatur in den Becken runter, wo wir die Garnelen drin haben. Und ich bin der Meinung, war ganz gut die Idee mal gewesen, da die Yellow Fire reinzumachen. Sonst hatte ich es ja immer in den Bottich reingemacht draußen, also im Mini-Teich, den ich ja dieses das erste Mal eingebuddelt hatte. Aber auch dann ist es passiert, habt ihr gesehen, ich hoffe, man konnte es so ein bisschen sehen, ich konnte ihn nicht filmen, den großen Frosch da drin, oder es sah eher aus nach einer Kröte, die vielleicht zum Ableichen reingegangen ist, das weiß ich nicht. Fakt ist, ich habe keine Fische mehr drin. Wer die Fische da immer rausholt, weiß ich nicht. Ob ein Frosch die rausholt, die ich reingesetzt habe, okay. Daraus lernen wir, das werde ich effektiv bei mir nicht mehr machen, weil es keinen Sinn hat. Und wenn ich jetzt ein Netz rübersetze oder so, dann ist das für mich, sieht das halt für mich nicht so natürlich aus. Das mache ich auch mal bei meinem großen Teich nicht. Ich möchte das so haben, dass es so natürlich wie möglich aussieht. Und da das da ja hinten eine kleine Trockenecke ist, habt ihr gesehen, deswegen habe ich ja mich dann auf Sturulenten festgesetzt und auf die Kakteen festgesetzt. Weil dort wird nicht viel von meinen Beriesungsanlage kommt nicht hin. Ich hatte mir im Garten, hatte ich euch ja schon mal gezeigt, ja, auf dem Gartenkanal bei mir, hatte ich es euch ja gezeigt, ja, mit der Anlage, und die läuft bei mir immer noch. Aber ich gucke gerade raus, jetzt haben wir Gott sei Dank mal ein bisschen Regen und wir haben effektiv, kann ich euch sagen, jetzt die Eisheilige. Ja. Dann werde ich mich mal verabschieden.
Wir werden uns spätestens beim nächsten Video bei mir auf meinem Kanal hier sehen. Dann wünsche ich euch heute noch einen schönen, verregneten Tag. Zumindest bei mir ist es. Und also der Herrentag oder Vatertag genannt, bei manchen Himmelfahrt genannt, steht der vor der Tür. Und ich hoffe, dass da das beste Wetter so ein bisschen besser wird, dass man wieder ein bisschen jagen kann. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und restliche Woche. Ciao.